Gott rauchen segnen alle. Nun, Fastnacht aus biblischer Sicht, Fastnacht, also Karneval, hier in der Schweiz beginnt es am 25. Februar. Bereits jetzt gibt es sehr viele Bars, wo dekoriert sind. Ja? Wenn ich zur Arbeit zurücklaufe oder so, oder mit dem Bus vorbeifahre, da liest man dekoriert. Was ist auf einmal passiert? Was soll denn das sein? Nun, wir wissen sehr wohl, was das bedeutet, und es geht da auch andersweitig zu. Ja? Diese Situationen musst dir so vorstellen. Genau an diesen speziellen Wochen und ja, in diesen Wochen davor, in diesen Wochen, wo der 25. Dezember, 25. Februar, 25. Februar und die Wochen danach, ja, in dieser Fastnachtszeit, da geschehen schlimmste Sachen. Ja? Und dies will ich dir jetzt zeigen, wie schlimm das Ganze ist, von wo der Karneval, der Fasching, diese Fastnacht kommt. Was bedeutet das überhaupt? Woher kommt das überhaupt? Weshalb müssen sich Menschen eigentlich genau zu dieser Zeit so viel mehr betrinken? Das geschieht. Kannst nicht verleugnen, das geschieht. Ich weiß es selber. Ich war hyperaktiv dabei in dieser Zeit, in jedem Bereich. Diese Zeit ist so schlimm, dass die Mitarbeiterinnen dazu aufgefordert werden, sich zu dekorieren. Dabei sind sie, könnte man sagen, die sind einfach halbnackt da. Ja? Andere Orte gehen sogar so weit, dass sie dann oben ohne sogar sind. Hey, normale Mitarbeiterinnen, wie kann so etwas geschehen? Genau in dieser Zeit. Was ist da im Hintergrund los? Wieso betrinken sich die Menschen in dieser Zeit umso mehr? Warum werden die Menschen mit Maskenball und mit Fasching, mit all dem bekleidet? Also der Maskenball eigentlich bekleidet mit dämonischen Fratzen und Hexen und all dem. Und sogar die kleinen Kinder werden so geschmückt. Wieso denn das? Wieso ist der Mensch so sehr verblendet eigentlich, dass er nicht erkennt, dass dies doch eigentlich Dämonen sind und Hexen sind und die werden da stolz präsentiert. Ja? Mit riesigen Köpfen und alles werden da stolz präsentiert dem ganzen Volk, der da Platz hat, rundherum, rechts und links. Ja? Wieso das? Was geschieht da? Von wo kommt es, diese Verblendung? Wieso kann es der Mensch nicht einsehen und erkennen, dass etwas so unglaublich Teuflisches in dieser Zeit am Geschehen ist? So offensichtlich. Wieso bejubelt es der Mensch, der Normalbürger in Anführungs- und Schlusszeichen, der selbst sogar solches macht? Weil das sind ja auch Normalbürger, die da diese, naja, die sich wie Prostituierte schlussendlich in den Bars da verkaufen. Ja, sie verkaufen ihren Körper, indem sie es einfach so zeigen. Ja, das sind Bardamen, das ist schon eine Katastrophe, aber dass sie so etwas tun, wie kommt so etwas? Und das andere, wie kommt es, dass die Menschen sich als Dämonen und Hexen und Geister und Spukgestalten da, naja, ankleiden und sich so präsentieren? Wie geschieht das? Und die Menschen bejubeln das. Wieso? Was ist da los? Wir betrachten dies jetzt mal ganz genau, weil es ist etwas Furchtbares, das kann ich dir garantieren. Ja. Also, die heutige Fastnacht ist das Produkt von heidnisch-okkulten Götzendienst, religiösem Brauchtum und dem Erlebnishunger einer Spaßgesellschaft. Das trifft es auf den Punkt. Wortbedeutungen: Fastnacht oder Fastnacht, volksetymologisch wird das Wort Fastnacht oft an das althochdeutsche Fasta, gleich Fastenzeit und Nacht, gleich eben Nacht, aha, Naht heißt es, gleich Nacht oder Vorabend angeschlossen und angegeben. Der Name bezeichnet ursprünglich nur den Tag vor Beginn der Fastenzeit, ab dem 15. Jahrhundert auch die Woche davor. Fasching. Das Wort Fasching taucht im Hochdeutschen bereits ab dem 13. Jahrhundert zunächst in den Formen Waschanz und Waschank auf. Etymologisch, schwieriges Wort, etymologisch
leitet sich Fasching, Waschang, vom Fastenschank her, also dem letzten Ausschank. Das ist ein alkoholischer Getränk, das sind alkoholische Getränke vor der damals noch strengen Fastenzeit. Karneval. Der Herkunft des Begriffs ist nicht eindeutig geklärt. Die geläufigste Vermutung ist die Ableitung vom mittellateinischen Carnevale, Carne und Levare, als mit der Fastenzeit gemeinte Fleischwegphase. Ja. Vereinfachen ist die Übersetzung von Carnevale als Fleischleberwohl möglich. Ursprung und Hintergrund. Heidnischer Brauch, noch keine Fastnacht. Die Fastnacht findet seinen Ursprung in heidnischen Bräuchen, die auf den Wechsel vom kalten, unfruchtbaren und entbehrungsreichen Winterhalbjahr in das warme und fruchtbare Sommerhalbjahr zurückzuführen sind. Den Sommer personifizierte man mit einem strahlenden, blühenden Jüngling, währenddem man im Winter einen alten, furchteinflößenden, dämonischen grauen Greis sah. Diesen alten, dämonischen Greis versuchte man zu vertreiben, indem man sich in Geister, Kobolde und unheimliche Gestalten aus der Natur verkleidet und mit Holzstöcken wild um sich schlug. In der frühchristlichen Zeit wandelte sich der Brauch. Man verkleidete sich als Tiere und der Tausch der Geschlechter setzte sich durch. Durch die Männer verkleideten sich als Frauen, die Männer verkleideten sich als Frauen und die Frauen wiederum verkleideten sich als Männer. Es entstanden die Figuren Wildmann und Wildweib. In vier verschiedenen Fastnachtsregionen ist der wilde Mann heute noch vertreten und aus den Wildweibern entwickelten sich mit der Zeit verschiedene Hexenfiguren. Männerzeug darf nicht auf eine Frau sein und ein Mann darf nicht als Gewand eine Frau anziehen. Darf nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dieses tut, ist Greuel für den Herrn, deinen Gott. 5. Mose, Kapitel 22, Vers 5. Die Masken und Verkleidungsbräuche konzentrieren sich zwischen Martini, 11. November und Pfingsten, nicht nur während der Fastnachtszeit. Vermischung mit christlich-religiösen Bräuchen, Entstehung der Fastnacht. Die Kirche versuchte zwischen dem 9. und dem 15. Jahrhundert immer wieder die heidnisch-kultischen Verkleidungsbräuche zu bekämpfen, indem man die alten heidnischen Formen übernahm und mit neuen christlichen Inhalten ausstattete. Jetzt lese ich dir ein paar Verse vor. Dies nun sage und bezeuge ich dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das von Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 17 bis 19. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubtem Götzendienst. Das 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 3 gewesen. Von 1975 bis Jahr 2000 vermehrten sich die Narrensümpfe im Südwesten von etwa 300 auf 1200, nicht wegen der christlichen Symbolik, sondern wegen der Sehnsucht nach volkstümlichen Traditionen, nach Beheimatung und bürgerlicher Gemeinschaft. Man setzt der anonymen Weltgesellschaft eine kleinräumige Kultur entgegen und der gnadenlosen technischen Verzweckung des Lebens ein burleskes Spiel. Was ist das für ein Wort? Vielleicht warst du es besser. Burleskes Spiel. Das Rathaus wird von den Narren gestürmt, nicht um die Gesellschaft zu ändern, sondern damit sie so bleiben kann, wie sie ist. Die Beurteilung. Das Motiv der Fastnacht ist der Erhalt von christlich-religiösen Traditionen, heidnischem Brauchtum, gesellschaftlichem Zusammenhalt. Suche nach Identifikation. Also, christlich-religiöse Tradition wird somit vermischt mit heidnischem Brauchtum und gesellschaftlicher Zusammenhalt und der Suche nach Identifikation. Wir als Gläubige aber sind die Herausgerufenen, die Abgesonderten. Ja? Das griechische Wort für Gemeinde, das ist es, die Herausgerufenen. Und sollen uns nicht dem Zeitgeist anpassen. Ja? Ich muss leider hier sagen, wehe demjenigen, der sagt, na, na, das ist zu übertrieben.
Wir haben mit Sachen nichts mehr zu tun. Ja? Wir sind herausgerufen. Wir sind abgesondert. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Apostelgeschichte 2, Vers 40. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17 war das. Lies das noch einmal nach, das ist in meinem Herzen so, und ich lese es dir auch noch mal vor. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus, aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab. Heiligung ist das, Absonderung, das ist Heiligung, Absonderung, ja, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Ja. Wenn du noch so wandelst wie die Welt, wirst du auch dahin gehen wie die Welt. Wenn du dich absonderst, erkannt hast, wer der Herr wirklich ist, dann wirst du dich dem Herrn zuwenden und wirst dich von der Welt abwenden. Das ist ganz natürliche Sache. Ja? Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Die heutige Fastnacht ist das Produkt von heidnisch okkultem Götzendienst, religiösem Brauchtum und dem Erlebnishunger einer Spaßgesellschaft. Vor allen drei Elementen wahrt uns das Wort Gottes. Wer aber daran teilnimmt, wird unweigerlich dem Geist des Kompromisses die Tür in sein Leben öffnen. Kompromisse mit der Fastnacht, Meinungen und Antworten, Hinweis auf die Vergänglichkeit. Dass Würden und Besitztümer vergänglich sind, darf nicht nur Gemeinden und Landräten, sondern auch Normalbürgern jedes Jahr deutlich werden. Antwort: Wenn Jesus schon den Dämon nicht reden ließ, der ihn als Sohn Gottes bezeugte, weshalb sollte Gott heute die Fastnacht dazu verwenden wollen, um die Wahrheit der Vergänglichkeit den Menschen vor Augen zu führen? Die Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums ist nach wie vor den Gläubigen zugewiesen, zusammen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Hinweis auf die Narrheit des Menschen. Die Fastnacht gibt uns die Freiheit, als Narren einschließlich uns selbst zur christlichen Freiheit einzuladen. Das sind also Ausrufe von solchen, die Fastnacht befürworten. Ja? Die Antwort darauf: Narrheit verführt Menschen zur Sünde. Sprüche 24, Vers 9. Gott hasst närrisches, törichtes Verhalten, vor allem dann, wenn wir es absichtlich tun. Der Aufenthalt in einer närrischen Atmosphäre bewirkt nichts Gutes, sondern übt einen schlechten Einfluss aus. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Sprüche 9, Vers 6 und Vers 13. Wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Sprüche 13, Vers 20. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15, Vers 33. Wie will ein Christ einen Narren an der Fastnacht zur christlichen Freiheit einladen? Dieses Szenario gleicht dem Gleichnis Jesu in Lukas 6, Vers 39. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten, werden nicht beide in eine Grube fallen? Harmloses Verkleiden? Ja, ist es das wirklich? Das Spiel mit Verkleidung und mit fantastischen Rollen mit einem anderen selbst ist nichts Verwerfliches. Für Kinder steht diese Seite des Faschings im Vordergrund. Sollten sie sich als Clowns, Indianer oder grüne Aliens verkleiden, solange die Maskerade nicht zum Konsumzwang wird, spricht nichts dagegen. Das sind alles Aussagen, ja? Die Angst, Hexenmasken und Teufelskostüme würden zum Okkultismus verführen, werde durch die praktische Erfahrung nicht bestätigt. Das sind Aussagen von Leuten, die das befürworten. Nun die Antwort darauf: Durch Dekorationen, ja, diese Perversion, die da läuft, ja, Verkleidung, Sprüche und Namen machen sich die Menschen über die geistliche Welt der Finsternis lustig und locken sie durch ihr, wenn auch unwissend, lächerliches Verhalten an.
und provozieren die Aktivität der Dämonen. Kein Wunder, wenn aus diesen Festen Ausschweifung, Unreinheit und Gewalt verschiedener Arten resultieren. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in Beflecken der Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige sich schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die in Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Judas 8. Kinder- und Fastnacht, praktische Tipps für Eltern. Wir müssen unseren Kindern keine Alternative zu Fastnacht bieten. Das heißt also, verkleiden als Indianer oder Clown kann man sich das ganze Jahr hindurch. Okkulte Praktiken brauchen keinen Ersatz. Das Gebet für unsere Kinder ist das Wichtigste, besonders, dass wir sie während dieser Zeit immer wieder unter den Schutz des Blutes Jesus stellen und um die Bewahrung beten. Einzelne Punkte mit den Kindern durchgehen, weshalb Teilnahme am Fastnacht nicht gut ist. Den Lehrern und der Schule gegenüber der biblischen Sicht klar vertreten. Missioniert sie. Ja? Hinweis auf Jesus. Es passt nicht zu Jesus, eine intensive Glaubensbeziehung zu haben, auf ein Fest zu gehen, bei dem man nicht nur nicht geehrt wird, sondern mehr oder weniger leichtherzig auf geistliche Kräfte Bezug genommen wird, vor denen Jesus im Neuen Testament ausdrücklich warnt. Wenn jemand einen Freund hat, geht er auch nicht auf ein Fest, wo alle über den Freund lachen und ihn verspotten. Bibelverse mit Kindern heraussuchen, welche dieses Thema ansprechen. Okkultismus und Dämonen und Warnungen. Ihr müsst die Kinder aufklären. Ja? Sie müssen wissen, dass da eine geistige Welt ist. Dass da schlimmste Sachen in unsere Welt, in unsere Realität hineingeschehen. Den Kindern keine Angst machen, die Gefahr auch nicht verharmlosen, sondern auf die Macht und Überlegenheit von Jesus Christus hinweisen. Das ist sehr wichtig. Es nützt nichts, wenn du deinem Kind Angst machst, oh, schau und so schlimm und so. Nein, sondern sag deinem Kind, das ist der besiegte Feind, der da eigentlich angebetet wird, durch genau solche Sachen, Kostümieren und allem. Ja? Nun, das war das, was ich dir über Fastnacht sagen wollte. Das beginnt jetzt bald. Es hat schon begonnen mit diesem Schandtat von dekoriert. Ja? In der Schweiz ist es anscheinend sogar umso aktiver wie in Österreich und anderen Orten. Aber ich glaube, das ist nur so ein Spruch. Das ist überall so. Ja? Dort, wo dies solches auch nur annähernd geschieht, ist der Teufel sehr stark am Wirken. Ja? Das kann genauso gut ein Rotlichtmilieu sein. Das ist überall. Bei uns ist das überall. Ja? Ich wohne nicht in einer Stadt. Ich wohne auch nicht außerhalb von einer Stadt, ich bin weit entfernt von irgendeiner Großstadt. Aber da überall geschieht das. Und solche Fastnachtsläufe, eines der größten Fastnachtsläufe geschieht bei mir in meiner Nähe. Wo das ist, sage ich dir nicht, ist egal. Aber das ist genau dort. Ich glaube, ich gehe dann diesmal auch dahin. Ich bin da mal hingegangen zum Missionieren. Ich kann dir nur sagen, es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Ja. Die Menschen, die kleiden sich als Dämonen, als Hexen und was auch immer und bejubeln es noch und machen Märsche und alles. Vielleicht gehe ich dahin, kann sein, je nachdem. Aber meine Warnung an dich ist ganz klar: Hände weg von solchem. Und du, der du in diesem Fastnacht drin bist, du als ein Gottloser, wie du ein echter Christ wirst. Ja, was es wirklich bedeutet, ein echter Christ zu sein, und du musst einer werden. Ja? In der Videobeschreibung findest du den Weg, ja? Wie du ein echter Christ wirst. Im Kommentarfeld ist offen. Ich wünsche dir den Segen Gottes. Amen.